Hallo, ihr kleinen süßen Schweinchen, jetzt ist es soweit, ich hab den Party-Popper bereit. Au, das tat weh, genauso wie der Schnee, wenn man da nackt drin liegt für längere Zeit. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Wenn du denkst, es wäre eine gute Idee, mit 100 Schaschlik-Spießen auf dem Rücken auf dem Wohnzimmertisch deiner Eltern zu breakdancen. Breakdance, ha, woo! Hast du es gehört? Ich glaube, der Tisch hat gerade geknackt. Wenn Marvin zu blöd ist, erst Woo zu sagen und dann zu klatschen. Lasst uns endlich die craziesten Kinderspielzeuge ever testen. Woo! Okay, das war jetzt super fail, ne? Let's go mit dem Video. Woo! Lasst uns die craziesten Kinderspielzeuge ever testen. Woo! Wenn du dich sehr, sehr ungünstig ausdrückst. Ach, der Schwanz steckt mir voll im Arsch drin. Wenn du dich immer tiefer in die Scheiße redest und irgendwann einsehen musst, dass du da nicht mehr rauskommst. Dove! Oh, geil! Duschgel! Vielen, vielen Dank, Maya und Lilly. Das war echt gut. Vor allem mit dem Duschgel. Schadet echt nicht bei mir. Also, das heißt jetzt nicht, dass ich stinke. Ich wasche mich täglich. War übrigens nur. Also. Wenn deine braunhaarige Kollegin den Gartenschlauch nicht richtig aufdreht. Hä, wieso ist das so schwach? Du musst richtig aufdrehen, Emilie! Wenn du eigentlich nur so tun sollst, als würdest du gegen die Wand knallen, aber leider Joey heißt und wirklich gegen die Wand knallst. Hilfe! Boah! Oh, das hat ernsthaft wehgetan, Emilie. Ich würde sagen, solange wir mal jetzt aufs Wasser warten, wird es mal wieder Zeit für eine sächsische Diskussionsrunde. Herzlich willkommen zu Joyce und Emmys sächsischer Diskussionsrunde. Heute der blau-grün gestreifte Violettkatze. Heute habe ich mir gedacht, reden wir mal wieder über ein ganz bestimmtes Thema. Also, wir wissen ja. Was ist denn los hier? Darfst du nicht mal ein kleines Schneck essen? Ich muss in der Schule. Da hat man ja viel Kontakt mit anderen Leuten. Wisst ihr, wie man den nennt? Der Schakt. Schulkontakt. Abkürzung Schakt. Na, jedenfalls. Kann man aber verwechseln mit einem Schacht. Da kann man reinfallen und ist tot. Im Idealfall. Man hört dann so von anderen, was machen sie in ihrer Freizeit. Ja, jetzt kommen wir mal zum Punkt jetzt was hier. Was haben sie für Probleme im Leben? Ja. Also du warst jetzt vielleicht... Du sollst jetzt mal zum Punkt kommen hier. Na jedenfalls hat mir da jemand erzählt, dass er die blau-grün gestreifte Katze gesehen hat. Ne, der blau-grün gestreifte Violettkatze hat er gesehen. Also ich sehe die ja immer auf Instagram. Den neumodischen Scheiß hast du auch schon. Na, da guck ich immer... Also da gehe ich gar nicht drauf. Weißt du, was ich da letztens gesehen... Also ich habe ja nichts drauf gesehen, gell? Aber ich hab gehört, da läuft die ganze Scheiße nicht mehr richtig gerade durch. Warum? Ja. Weißt du nicht, was da los ist? Was ist das für ein bekloppter Name alleine schon? Instagram! Kann man nicht einen Namen sagen? Inge, Bernd, versteh ich nicht. Ja, die Jürgen, du kennst die. Naja, die haben doch eh alle eine Macke durch. Hat die jetzt auch schon mal auf Facebook gekauft, oder? Facebook heißt das. Facebook, sag mal hier. In Sachsen. Ja, jedenfalls. Naja, pass mal auf. Haben die nicht im Facebook gesehen, sondern in der freien Wildbahn. So, und was ist jetzt mit der Katze so toll? Die gibt's halt selten. Nein, die halt Krebs. Krebs? Nein, in welchen? Du schätzt die Katze gar nicht. Ich hab doch gar nicht gegen die gesagt. Wenn du Joey heißt und eine blühende Fantasie hast. Sieht aus wie ein toter Vogel hier drin. Oh mein Gott, die haben den längst aufgeschnitten und deswegen ist er jetzt so lang. Wie es sich anhört, wenn deine braunhaarige Kollegin Oh Wow aussprechen soll. Oh wow, echt? Oh wow. Come on, Bobby, let's go party. Yeah, come on, Bobby, let's go party. Wenn du deinen Koffeinkonsum nicht mehr im Griff hast. Hyper, hyper! Wenn Marvin auf die Idee kommt, Merch in Form von einer Einhorn-Travel-Pizzi auf den Markt zu bringen. Vielleicht ist das genau die Lücke, die ich füllen sollte mit so einer YouTube-Merch-Sache. Einhorn-Travel-Pizzis mit Glitzer. Zählt? Das ist total ernst. Weil ich überwiegend auch männliche Zuschauer habe. Oder das ist ein Schutzmechanismus für meine Zuschauer. Weil dann könnte immer, wenn so ein Hässler ankommt, sagen, hey Bruder, chill mal, nimm mal die Einhorn-Travel-Pizzi. Mich kriegst du heute nicht. Vielleicht sollte ich deswegen das als Merch nehmen. Wenn du eigentlich nur fragen willst, warum ihr nicht den Mixer benutzt, aber mal wieder ein bisschen abschweifst. Wieso machen wir das nicht eigentlich mit Mixi und Buddel und Bob, Pepper und Wendy machen den Job? Doch auch der Rollo gehört dazu, so wird die Arbeit erledigt im Nu. Heute reden wir über eine ganz bestimmte Sache, die ich schon lange, lange ansprechen wollte. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an mit dem Thema des Lebens. Denn das wird ein neues Format dieses Jahr auf meinem Kanal, das Thema
des Lebens. Herzlich willkommen zu Joeys Thema des Lebens. Heute reden wir über die einseitige Bedingung, die der 30 Meter Diamantenpilz immer wieder erfüllen muss. Nun, der 30 Meter Diamantenpilz ist eine sehr spezielle Art, die nur in den Wäldern von nordafrikanischen Bäumen wächst. Ihr wisst, die Wälder von nordafrikanischen Bäumen sind sehr klein. Ungefähr eins. Sie wachsen in unschönen Gewässern, in den Wäldern des nordafrikanischen... Ach Leute, keine Ahnung, wovon ich gerade laber. Ich will eigentlich nur den Ton testen. Wenn deine Schwester eigentlich nur einmal schreien soll, aber sie direkt komplett eskaliert. Oh, du bist so süß. Warte. Wir haben ein Haufen Zeug besorgt und das werden wir jetzt alles testen. Also würde ich sagen, Leute, los geht's mit den, mit dem Video. Wenn Joey zu dumm zum Lesen ist und die Schuld einfach auf seine Zuschauerin schiebt. Ich hoffe, dass du nach lange Videos machst. Noch lange. Mann, kannst du nicht schreiben? Hat sie doch geschrieben. Ja, genau, ey. Wenn du dich zu nah an deine Kamera setzt. Oh mein Gott, ich bin ja viel zu nah dran. Naja, dann gehe ich jetzt halt wieder zurück, ne? Wenn Joey mal wieder nur so tun soll und sich im nächsten Moment auch schon die Kamera mit voller Wucht vors Gebiss schlägt. Klar mag ich das, denn jetzt bist du dran. Ja! Au, das war voll der Zahn. Film doch nicht dich, was filmst du mich, dich? Ich war letztens im Wald eine Runde tschaschen. Weißt du, was das ist? Nee, was ist das? Pass mal auf, du kannst ja löwen, gell? No? Ganz normal. No? Tut weh im Kreuz. No. Das war ja. Ja, dann kannst du auch tschaschen. Das war doch so ein neumodischer Scheiß. Nee, 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 das ist aber ein guter Scheiß. Pass auf, du läufst, aber schneller. Und da tschaschst du. Das hat so Spaß gemacht im Wald. Eigentlich nicht, die Hüfte hat noch viel mehr wehgetan bei der Scheiße, Dude, das sag ich dir. Das ist der größte Müll, alle Sachen, was wäre das Heilwunder. Die haben sie alle nicht mehr, es tut aber nur weh im Kreis, Dude. Das Heilwunder ist. Ja, ja, deine dämliche Katze, jetzt kannst du mal das Maul halten hier. Hast du schon mal was über die Zahnspeng gehört? Das ist bestimmt doch Hörig. Der Zahnspengse hat eine Schnabel und jetzt kommt das Highlight. Na was denn? Die hat auch noch Zähne. Die macht's mal auf und da kommt der Zahn raus. Aber der kommt nicht immer raus. Der kann sich ausformen. Willst du noch... Och Emmy, sag mir doch, wie scheiße ich aussehe. Das hast du nie mitbekommen. Das hast du echt... Als hätte ich scheiße geschneckt. Wenn du ein Schaf imitieren sollst und es verkackst, aber die Szene trotzdem noch irgendwie retten willst. Was mache ich hier? Ich weiß es nicht. Yoga! Wenn du vermutlich ADHS hast, weil du dich mitten im Dreh von belanglosen Dingen wie deinem Fuß komplett ablenken lässt. Wir werden jetzt schon den Rahmen komplett sprengen. Woo! Hier ist mein Fuß, er ist so grau. Wenn deine Mitmenschen deine Zuschauer richtig mobben. Hey Joey, bitte alles auf Sächsisch vorlesen. Wir sind zwei Menschen, Eise und Alena, 17 Jahre alt. Wir würden uns freuen, wenn du uns grüßen könntest. Viele Grüße gehen raus an der Eise und an der... Scheiße. Alina meint natürlich. Wenn deine braunhaarige Kollegin plötzlich in die Rolle einer aggressiven Asiatin schlüpft. Nun ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Frau hier bewusstlos im Badezimmer liegt. Oh, warum wäre ich ja ich nie selbst drauf gekommen? Nun ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Frau hier bewusstlos im Badezimmer liegt. Oh, wow, da wäre ich ja echt nie selbst drauf gekommen. Du redest wie so eine chinesische Frau am Schalter, die voll am Ausflippen ist. Wenn du die Fähigkeit besitzt, den größten Müll zu labern und dabei komplett ernst zu bleiben. Ein letztes Mal noch. Zur sicheren Heid. Denn sichere Heiden sind gut im Leben der Adelheiden. Adelheiden sind Menschen mit dem Namen Adelheid. Abgekürzt Adelheiden. Eigentlich ist Adelheiden länger als Adelheid, obwohl es die Abkürzung ist. Das ist ein Mistake im deutschen Grammar Book. Das deutsche Grammar Book ist das Book der Grammar im Deutschen. Außerdem beschreibt es die linguistische Parteieneinheit des Einmart... So ist es. Das war's mal wieder mit meiner Geschichtenrunde. Wenn deine Schwester denkt, sie wäre auf einer Hüpfburg. Okay, Emmy hat zu mir gerade gesagt, sie kennt sich mit Backen ein bisschen besser aus. Wir müssen das jetzt hier abschneiden. Und was war das jetzt gerade hier? Hüpfburg oder was? Wenn du denkst, es wäre eine gute Idee, deinen Teig Joey zu überlassen. Boah, das hilft voll was, wenn man das hin und her schleudert. Machen Hallo. Das nicht auch die Menschen in der Pizzeria? Ja. Nein, aber das ist jetzt nicht mehr so klebrig. Oha, das ist was für YouTube, Alter. Ich mache nur noch Nudeln, ne? Ich öffne sofort das Drang. Jetzt liegt auf dem Boden. Und auf dem Teppich. Oh. Wenn du Mensch ärgere dich nicht sagen sollst, aber dein Kopf sich so denkt, nö, ich sag lieber Einhorn. Meine süße, überdimensional große Einhorn-Spielfigur. Keine Ahnung, für die ganze Zeit Einhorn sagen. Meine süße, überdimensional große Einhorn-Spielfigur. Meine süße, überdimensional große Einhorn-Spielfigur. Meine süße, überdimensional
Wenn du die besondere Fähigkeit besitzt, dein Gehirn für kurze Zeit komplett auszuschalten. Hallo, meine kleinen Fleischbällchen da draußen. Das ist euer neuer Name, denn ich finde Fleischbällchen ist super Name für Menschen. Wenn Joey mit seinen krassen Geschichtskenntnissen auspackt. Unser nächstes Packy wird dieses sein. Das ist auch ein ganz schön heavy Teil. Es ist von Friedrich. Oh, von Friedrich! Bestimmt von Friedrich Schiller und Abraham Goethe. Wie hieß der Goethe? Wolfgang. Johann Wolfgang von Goethe. Abraham, bin ich blöd. Wenn eure Dialoge sich aus Versehen so anhören, als könnten sie aus einem 90er-Jahre-Porno entstammen. Sorry, dass ich dir jetzt gerade deinen Spaghetti geklaut habe. Ist okay. Bestimmt alle ekeln sich so davor, was wir gerade. Ja, machen, und vor allem alles klingt zweideutig. Ja. Sorry, dass ich dir gerade deine Spaghetti weggeschnappt habe. Das ist okay. Das klingt wie so ein Dialog aus so einem 90er-Jahre-Porno aus Deutschland. Wenn du den gleichen dummen Fehler von eben einfach nochmal machst. Oha. Ludwig. Oha, Ludwig. Ludwig von Goethe. Wenn eure Nudeln plötzlich so aussehen wie halbgekochte menschliche Zungen. Hat schon jemand den Bacon Strip gekocht? Das ist Jillens. Sieht aus wie so eine Zunge, ne? Das sieht halt echt aus wie eine Zunge. Das sieht aus wie so ein abgestorbener Embryo. Also da kannst du mir nichts erzählen. Was ist das denn? Lass uns einmal mit unserer Zunge wackeln, okay? Okay, 1, 2, 3. Wenn sie deinen Schwanz nicht sieht. Warte, aber es ist jetzt, da sehe ich deinen Schwanz nicht. Ja, egal. Okay, Kamera läuft. Sehe ich deinen Schwanz nicht. Ja, aber da sehe ich jetzt deinen Schwanz nicht. Wenn deine braunhaarige Kollegin sich kurz verspricht und du deswegen voll ausfällig wirst. Joey, du bist voll die coole Socke und verliere bitte nie dein Lachen. Und kannst du mal flüssig lesen? Hast du das nicht in der Schule gelernt? Ey, das geht ja gar nicht. Andauernd so ein Unterbrecher drin. Wo sind wir hier? In der Grundschule oder was? Ich kann es nicht richtig lesen. Ja, ja. Wenn du nur den Namen Lilly hören musst und schon an deine Lieblingsserie Wonderpets denkst. Unser nächstes Paket kommt von Lilly. Lilly. Tag. Und Ming Ming sind wir. Wir sind die Wonderpets und helfen dir. Wenn du so richtig scheiße bist. Hallo Joey, Emmy und der Rest der Familie. Hör niemals auf, Videos zu drehen und gib Wummel einen Knutschi von mir. Oh, die ist süß. Die könntest du sein. Weil du sagst auch immer Knutschi, ne? Nein. Doch, du sagst immer Knutschi. Dann denke ich mir immer so, geh sterben, ey. Eine ganz normale Situation, die sich ergibt, wenn ihr darüber redet, wie ihr das Video am besten beginnen sollt. Ich knall so nach vorne. Oh, guck mal, das geht sogar. Voll gut. Das ist echt cool. Das sieht aber vielleicht auch komisch aus gerade. Ja, so als würden deine Füße in meinem Arsch stecken oder sowas. Ja, so oder so ähnlich. Da reicht man halt eine neue Zielgruppe.